Schönen guten Tag, ihr Lieben. Da ist er wieder. Ich befinde mich hier in der Nähe von Hetschburg im Ilmtal und habe mir hier für die nächsten 2 Tage eine ca. 35 Kilometer weite Tour vorgenommen. Das heißt, ich werde auch eine Nacht draußen schlafen. Mein Rucksack mit Isomatte, Schlafsack, Tarp, bisschen was zu futtern, alles, was man zum Leben braucht, habe ich dabei. Und ich glaube, diese Tour könnte wirklich sehr spannend und vor allem abwechslungsreich werden. Was wahrscheinlich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich werden wird, ist das Wetter. Denn gerade ist zwar halbwegs Sonnenschein, aber es stürmt ohne Ende. Wahrscheinlich könnt ihr das sogar in der Kamera hören, dass es im Hintergrund sehr laut ist. Und wenn ich mich hier so im Wald umschaue, durch den ich gerade laufe, dann sind hier auch schon Unmengen umgeknickte Bäume. Aber ich habe keine Ahnung, ob das von diesem Sturm oder von einem vorangegangenen ist. Wenn ihr euch für die Hintergründe dieser Tour interessiert, dann findet ihr alle Daten dazu auf meinem Komoot-Account unter Enno Seyfried. Den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Dort könnt ihr das Höhenprofil, die genaue Route, Fotos und Highlights einsehen. Könnt das auch alles runterladen, die Tour auch bearbeiten, wenn ihr die vielleicht nachlaufen wollt. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und mir vielleicht auch auf Komoot folgt. Wenn ihr mir nicht bei Komoot folgen wollt, freue ich mich natürlich trotzdem, dass ihr zuschaut und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Peace and out! Also ein paar Bäume hat es hier durch den aktuellen Sturm auf jeden Fall frisch umgelegt. Hier liegt schon einiges auf dem Weg rum, was man entweder über- oder unterklettern muss. Naja, solange mir nichts auf den Kopf fällt. Junge, Junge, das ist ja ein hammersteiler Aufstieg hier. Fast schlimmer als bei meiner Durchschlagübung im Harz. Ich bin schon relativ weit oben jetzt und es ist nicht mehr ganz so steil, aber es erinnert immer noch an meine Durchschlagübung im Harz, weil es jetzt umso dichter ist und eigentlich kaum noch ein Weg erkennbar ist hier. Fängt auf jeden Fall gut an, die Tour. Ich schwitze schon wie ein Elch, der Weg ist spannend, herrlich. Und ich gucke mal nach oben, dass mir kein Ast auf den Kopf fällt. Ich habe keine Lust, hier den Niklas zu machen. Und apropos Niklas, Niklas hat eine mega geile Seven Wurst Wildflasche für die 3. Staffel gebastelt. Sehr schade, dass der Typ nicht dabei ist. Hätte ich mega gefeiert. Der war in der 1. Staffel schon mega geil. Oha, was sehen denn hier meine müden Augen? Werde ich etwa gleich mit einem Lost Place belohnt? Auf jeden Fall sehr lost. Aber wie es aussieht, auch verschlossen. Naja, ich schaue mal ganz entspannt ins Gebäude rum. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon auf meiner Karte irgendwo gelesen, dass hier irgend sowas ist. Und weiter geht's, ab durch die Mitte hier. Ach herrlich, ich lieb's. Okay, die Türen sind hier alle irgendwie vermauert. Würde mich ja schon mal interessieren, was das mal war. Ja, schade eigentlich. Ist wirklich alles komplett zugemauert. Kommt man nicht rein. Nee, keine Chance. Ich bin jetzt einmal drum rumgelaufen schon. Aber es scheint auch schon heftig zusammenzufallen. Hier fehlt schon das komplette Dach, zumindest eine Hälfte davon. Naja, okay. Dann würde ich sagen, zurück auf den Wanderweg. Aber ich nehme mal schon an, dass das sowas wie eine Gaststätte oder ein Gasthaus oder irgendwas war. Wenn das hier so mitten im Wald alleine steht. Naja, ich werde zu Hause noch mal recherchieren und werde euch das sicher einblenden. Wenn ihr jetzt das Video seht, habt ihr es wahrscheinlich schon gelesen, weil ich das schon vorher einblenden werde. Okay, wo lang muss ich jetzt? Kann mir das mal jemand sagen, bitte? Habe ich mich vorhin wirklich den ganzen Weg hochgekämpft, nur um jetzt wieder abzusteigen? Naja, wenigstens habe ich eine Lost Place gesehen. Alle Achtung, das ist gerade sehr abenteuerlich hier, denn ich bin hier auf dem Weg zu einer Felsenburg
aber irgendwie ist der Weg dahin nicht mehr wirklich vorhanden. Das ist nur so ein Trampelpfad und der geht hier direkt am Abhang lang, aber macht auch gar nicht den Eindruck, als wenn es ein richtiger Weg wäre. Tja, keine Ahnung, Freunde. Aber ist auf jeden Fall spannend. Was mache ich denn hier schon wieder? Ich sag doch, die Tour wird abwechslungsreich. Mensch, hier komme ich doch gar nicht mehr durch, Mensch. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Weg dann insgesamt hier irgendwie weitergeht. Weil ich bin hier vorhin nur im Wald einfach so einen Trampelpfad rein, weil der auf der Karte eingezeichnet war. Und bin dann irgendwie hier gelandet. Au! Das sind ja Dornbüsche. Oh Mann, Junge, Junge. Ah, ich glaube, hier wird es etwas geschmeidiger. Oh, herrlich. Krass. Voll die Hölle. Wahnsinn. Sind wahrscheinlich hier die ganzen ehemaligen Räume dieser Felsenhöhle. Sehr abgefahren. Ein geiler Ausblick hier. Das wäre ja vor allem alles halb so wild, wenn das nicht alles Dornbüsche wären. Das sind wirklich alles Dornbüsche. Junge, Junge. Oh, hier vorne gab es glaube ich einen ordentlichen Felssturz, wie es aussieht. Vielleicht ist es auch deswegen gar nicht mehr so richtig begehbar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hier ist aber echt ganz schön was runtergekommen. Junge, Junge. Ah, da hängen auch Sicherungsseile. Also so Drahtseile und Netze. Aber die Netze, die hat es mit runtergeschossen. Okay, verstehe. Das scheint also nicht ohne hier zu sein. Das ist ja auch nur so ein Muschelkalk, der ist ja nicht besonders fest. Und der bröselt halt natürlich über die Zeit immer mehr zusammen. Ah, ich glaube, das spare ich mir hier. Das sieht aus, als wenn das eine dumme Idee wäre, hier weiterzugehen. Aber egal, der Weg bisher war schon mal spannend. Naja, zieht euch das mal rein hier. Was sagt ihr? Nee, okay, man muss auch wissen, wann Schluss ist, ne? Und ich glaube, das ist jetzt. Das Blöde ist, jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Das war ja nun nicht gerade einfach. Oh, ich bleibe überall hängen, ey. Wahnsinn. Naja, mal schauen. Vielleicht führt ja noch ein anderer Weg zu diesen Höhlen, weil die sind eigentlich auf der kompletten Länge dieses Felsens hier, soweit ich weiß. Und ach, diese Dornbüsche, muss denn das sein? Genau, und vielleicht kommt man ja von der anderen Seite noch irgendwie an die anderen Höhlen ran. Kein Plan. Ich werde berichten. Aber jetzt geht's erstmal zurück hier. Ich glaube, ich bin jetzt wieder an der Stelle, ab der es relativ geschmeidig weiterging. Also hier geht es immer noch heftig steil bergauf, diesen Felsen. Aber nicht mehr diese Dornbüsche. Ey, ich sehe aus, meine Arme. Alter, Wahnsinn. Naja, okay. Wer genießen will, muss Opfer bringen. Okay, dann mal hoch hier. So, geschafft. Den Weg und mich selber. Oh, krass. Aber das war richtig geil. Voll Spaß gemacht. Boah, meine Arme brennen, das ist Wahnsinn. Echt. Alles knallrot und blutig und aber keine Angst, ich werde euch bei Komoot, also diese Route auf Komoot, werde ich einen Alternativweg auf jeden Fall in die Route einbinden, dass ihr nicht hier durch dieses Dorngestrüpp müsst wie ich jetzt. Denn hier oben geht ja auch ein normaler Weg lang. Und hier ist irgendwie ein Aussichtspunkt und hier steht auch ein Hinweisschild. Die Buchvater Felsenburg. Der Blick auf ein Stück Thüringer Geschichte.
wenn ich mir das Bild hier auf der Infotafel so anschaue, sieht das aus, als wenn ich hier hinten bei diesen Höhlen war. Der Teil ist dann abgebrochen und hier vorne sind noch die anderen Höhlen. Aber wahrscheinlich kommt man da auch von der anderen Seite nicht dran. Naja, ich laufe jetzt hier eh einmal ringsum um den Felsen. Werde ich ja sehen. Hier hat man etwas einen Blick ins Tal, der eigentlich sehr schön wäre, aber da unten ist eine Straße und Felder. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Hier auf der anderen Seite der Felsen geht jetzt auch noch mal ein kleiner Trampelpfad zu den Höhlen. Der ist nicht ganz so schlimm. Und hier ist sowas wie ein, naja, ich nenne es mal Zaun. Aber ich bin eindeutig zu neugierig, ich muss da jetzt mal nachschauen. Hier wird es dann doch schon wieder etwas dichter. Ach, das ist schon sehr beeindruckend, echt abgefahren. Dass man hier diese Höhlen in den Fels geschlagen hat. Wahnsinn. Hier hat man das auch schon mal mit Holzbalken gestützt. Sehr krass. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich vorhin schon mal war, nur auf der anderen Seite dieser Sicherungsnetze, die hier runtergekommen sind. Naja, okay, da verstehe ich natürlich auch, dass das nicht mehr zur offiziellen Besichtigung freigegeben ist. Uiuiui. Das ist schon sehr beeindruckend. Gefällt mir sehr. Hier ist sogar ein Seil, so dass man da hochklettern kann wahrscheinlich. Wer auch immer das hier angebracht hat. Aber ja, ich möchte es jetzt nicht übertreiben hier. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Übrigens tut es mir wirklich sehr leid, wenn die ganze Zeit der Wind hier heftig ins Mikro pfeift. Ich kann das leider nicht abstellen, aber es ist so stürmisch. Es ist wirklich Wahnsinn. Und hier in den Büschen geht das oft meist. Aber sobald ich hier im freien Feld bin und nicht geschützt bin, kann ich mir vorstellen, dass meine Sprache sehr schwer und der Wind sehr gut zu verstehen ist. Naja, okay, jetzt geht's weiter Richtung Buchfahrt. Das ist ein kleiner Ort, den ich schon da unten sehe. Und der sieht eigentlich auch ganz gemütlich aus. Aber vielleicht gibt es da ein Eis oder so. Da hätte ich jetzt richtig Bock. Naja, ich schau mal. Ich sitze jetzt hier auf der längsten Bank im Ilmtal, gönne mir eine Pause und werde ein paar Riegel verschlingen. Und da ist gerade ein Ast runtergekommen. Das war jetzt eh krass. Ich bin jetzt die ganze Zeit durch den Wald gelaufen. Das war übrigens total schön. Ich bin einfach nur gelaufen, Kilometer weit, habe keine Pause gemacht, mal wenig die Kamera zur Hand genommen, nur 2-3 Mal, um für euch 2-3 Bilder einzufangen. Und in diesem ganzen Wald liegen überall Bäume rum, ne, die man passieren muss, wo man drüber klettern oder drunter klettern muss. Auch im Wald direkt. Dieser Sturm, also dieses Tief, haut hier echt einiges im Wald um. Aber an der Stelle, wo ich jetzt gerade sitze, ist es mal entspannt, da der Wind genau von der anderen Seite kommt. Deswegen ist es hier mal windstill. Herrlich. Nach meiner wohlverdienten Pause geht es jetzt hier nochmal einen steilen Anstieg rauf auf den 416 Meter hohen Adelsberg. Und auf dem Adelsberg steht der Paulinenturm.
Das ist ein Aussichtsturm und ich könnte mir vorstellen, dass sich bei dem Wetter mit den ziehenden Wolken der Ausblick dort echt lohnt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist sehr traurig jetzt. Jetzt habe ich mich hier hochgekämpft und jetzt ist dieser Turm zu. Eigentlich stand überall, dass der bis 18 Uhr geöffnet ist, aber hier steht ein Schild dran, da ist das 18 Uhr durchgestrichen und da steht 16 Uhr. Und wir haben es schon 17.30 Uhr oder so. Naja, okay, schade eigentlich. Hier drüben ist noch ein Café, das ist leider auch geschlossen. Das heißt, zu meinem Eisbecher komme ich heute wohl auch nicht mehr, denn in Buchfahrt habe ich vorhin auch keinen bekommen. Naja, okay. Dann werde ich jetzt wieder absteigen und weiterlaufen. Ich laufe hier gerade in Bad Berka ein und muss gleich mal checken, ob ich hier irgendwo mein Wasser für heute Abend auffüllen kann. Denn ich weiß nicht, ob auf dem restlichen Weg für heute noch was kommt, wo ich das sonst tun kann. Was allerdings noch viel wichtiger ist, ich muss erstmal meinen 3 Liter Wassersack flicken. Denn als ich mich heute Morgen durch dieses Dorngestrüpp gekämpft habe, ist mir dieser Wassersack kaputt gegangen. Also der ist offensichtlich irgendwo hängen geblieben und seitdem ist dort irgendwo ein kleines Loch drin. Aber ich habe ja meinen Gaffer mit, wie ich euch letztens in meinem Loadout gezeigt habe. Und damit flicke ich unterwegs ja wirklich alles. Vom Schlafsack bis zur Isomatte und jetzt auch mein Wassersack. Und das wird mit Sicherheit auf jeden Fall halten. So, und jetzt werde ich mal auf die Karte schauen, gucken, wo ich bin, wo ich Wasser herbekomme und wie es dann weitergeht. Das war perfekt. In Bad Berka gab es sowas wie eine Jugendherberge. Dort konnte ich meinen Wassersack flicken, gleich Wasser auffüllen und habe noch ein Stück Mohnkuchen und eine kalte Cola bekommen. Also alles super. Und hier steht irgendwie eine Kirche, die sehr special aussieht. Aber wie ich das einschätze, wird die zu sein, wie das meistens der Fall ist. Wer hätte es geahnt? Naja, okay. Irgendeine katholische Kirche. Naja, ist ja nicht so mein Ding, ne? Aber ich mag hin und wieder die Gebäude. Das sieht irgendwie so norwegisch aus. Das ist so eine Holzkirche. Boah, alles voller Mücken hier, krass. Was ist denn da los? Ich habe kein Mückennetz mit, weil ich dachte, hier gibt es ja nur die Ilm, sonst sind ja keine großen Gewässer. Und an fließenden Gewässern haben die Mücken ja eigentlich weniger Spaß, da die ja stehende Gewässer brauchen, um ihre Eier abzulegen. Naja, ich hoffe, dass mich heute Abend keine Mücken fressen. Ja, okay, das war das erste Mal, dass ich jetzt hier Mücken gesehen habe. Nicht gleich in Panik verfallen. Nee, naja, okay, alles klar. Hätten wir das auch geklärt mit der Kirche. Und jetzt geht's wieder rein in den Wald, soweit ich weiß. Ich bin jetzt hier gerade am Dreiteichsgrund und überlege, was ich mache. Denn unterhalb dieses ersten Teiches hier ist auch eine Wanderschutzhütte und die ist sehr bequem und luxuriös. Das heißt, da hätte ich gleich ein Dach über dem Kopf. Allerdings ist die auch relativ nah am Weg. Und es ist nicht nur ein Wanderweg, sondern auch ein Forst- und Radweg. Okay, und hier am Teich ist Wiese und die ist sogar sehr gerade, also könnte man ganz entspannt einen Tarp hier aufbauen, Isomatte hinhauen und schlafen. Ja, und ich überlege, was ich mache. Mache ich es mir einfach, gehe einfach in die Wanderschutzhütte und fertig aus die Laube? Oder baue ich hier irgendwo meinen Tarp auf?
Das Ding ist auch, dass da drüben auf der anderen Seite dieses Teiches auch ein Weg lang geht, also ein Forstweg, ein relativ großer Weg. Und man mich dann hier überall sehen würde, wenn ich jetzt hier meinen Tarp aufbaue an der Seite. Hier kommen noch zwei weitere Teiche, die schaue ich mir mal an und werde das dann entscheiden. Das Ding ist halt, in der Wanderschutzhütte, da wäre ich einfach weg, weil wenn ich dort am Boden liege, die ist ringsrum ausgebaut mit Holz und da sieht man mich von außen einfach nicht. Das heißt, wenn da jemand vorbeikommt, dann ja, ganz entspannt. Ja, und wie gesagt, es wäre halt bequem, ne? Die Luxusvariante. Camping Enno ist unterwegs. Okay, hier ist der zweite Teich. Ach so, hatte ich das schon erwähnt? Ich hatte vorhin die Wetter-App gecheckt und heute Nacht soll es auch regnen. Das ist so die zweite Überlegung. Wenn das nicht wäre, würde ich mich einfach ohne Tarp hier auf die Wiese legen und fertig aus die Laube. Aber ja, ich könnte mich natürlich auch so einfach hier auf die Wiese legen und wenn es regnet, muss ich mein ganzes Geraffel zusammenpacken und gehe dann vor in die Hütte. Wäre auch eine Möglichkeit. So, Teich 3. So Freunde, lange Überlegung, kurzer Sinn. Ich werde mich hier am Teich niederlassen, denn ich möchte einfach lieber unter freiem Himmel schlafen als da vorne in dieser Schutzhütte. Und klar, unter dem Tarp kann ich zwar auch nicht direkt unter freiem Himmel schlafen, aber wenn es die Nacht wirklich regnen sollte, dann ist es natürlich sicherer, wenn ich das Tarp am Start habe. Und außerdem ist es wirklich schön hier. Hier sind am Rand auch immer solche Holzstämme eingelassen, die als Sitzbank dienen. Da kann ich nachher ganz entspannt kochen, hier direkt am Teich. Das ist doch cool. Und am Ende kommt hier in der Nacht oder jetzt am Abend sowieso kein Mensch mehr durch den Wald und da habe ich auch auf dem Forstweg meine Ruhe. Da wird jetzt einfach nichts los sein. Das ist ja keine Autobahn. Ja, perfekt, so wird es gemacht. Das heißt, ich muss jetzt mal in den Wald mir zwei Stöcke suchen, die ich für den Tarpaufbau benötige. Aber vorher werde ich mir mal noch was anziehen, denn es wird langsam frisch. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Mal schauen. Es ist ohnehin sehr ungewöhnlich, dass ich im Hellen schon irgendwo ankomme. Aber ich wollte jetzt auch nicht weiterlaufen. 20.17 Uhr, naja, das ist doch geschmeidig. Das heißt, so in einer Dreiviertel bis einer Stunde wird es langsam dunkel. Perfekt. Genau, ich wollte nicht weiterlaufen, da morgen vielleicht 3, 4, 5 Kilometer weiter was kommt, was ich mir sehr gerne anschauen möchte. Und ich jetzt nicht wusste, ob davor noch ein geeigneter Schlafplatz kommt oder nicht. Deswegen ist das hier ohnehin die perfekte Stelle. Doch, das ist schön hier. Herrlich. Okay, so wird's gemacht. Nachtlager hergerichtet, gut gegessen, ab ins Bett. Wie sieht es eigentlich da oben aus? Ich sehe schon wieder Sterne. Vorhin war es schon mal bewölkt, denn jetzt, wo ich das Tarp aufgebaut habe, wünsche ich mir natürlich auch, dass es regnet. Erstens, damit es nicht umsonst war und außerdem mag ich das Geräusch, wenn Regen aufs Tarp fällt. Das ist so beruhigend, so einschläfernd. Mag ich sehr. Naja, wir werden sehen. Aber jetzt ist wirklich gerade sternklarer Himmel. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich das Tarp so aufgebaut habe, wie ich es aufgebaut habe. Ist ja im Prinzip ein normales hier A-Frame. Und in dem man eigentlich für längs schläft. Aber ich wollte einfach den Blick hier haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dann hätte ich ja mit dem Kopf nach hier, mit den Füßen nach da schlafen können. Aber das fühlt sich wiederum komisch an, wenn man mit dem Kopf direkt zum Ausgang schläft. Das ist nicht so richtig Chi. Da stimmt was nicht. Nee, genau. Deswegen habe ich mich so hier reingelegt. Ja, das reicht ja auch völlig von der Länge. Ich habe hier hinten noch einen Stock reingeklemmt.
mit meinem T-Shirt drüber, dass ich das Tarp nicht kaputt mache. Wobei das eigentlich ohnehin unkaputtbar ist, da das aus Dyneema ist. Aber dann ist das hier am Kopf auch hoch genug. Perfekt. Hier vorne hängen meine Socken. So ein kleiner Duftbaum im Zelt. Der hält die Tiere fern. Ach ja, geil. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Tag morgen. Da kommen noch zwei schöne Sachen, glaube ich. Also, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Kommen sicher auch noch Dinge, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, von denen ich selber noch nicht weiß. Aber ja, ich bin gespannt. Ja, okay. Ich würde sagen, ich ziehe es gar nicht weiter in die Länge. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Wünsche euch eine gute Nacht und sage, wer hätte es gedacht, peace and out. Moin moin ihr Lieben. Ich hatte eine sensationelle Nacht. Hab schön 8 Stunden durchgeratzt. Und wie vom Wetterbericht versprochen und von mir gewünscht, hat es die Nacht ordentlich geregnet. Der Tarpaufbau hat sich also definitiv gelohnt. Und jetzt freue ich mich auf den Tag. Es ist zwar immer noch bewölkt, aber der Regen hat auf jeden Fall aufgehört. Ich werde jetzt noch den Rest hier zusammenpacken. Und dann geht's los. Über diese sehr in die Jahre gekommene Treppe bin ich gerade auf dem Weg zu meinem ersten Highlight des Tages. Und zwar einem Lost Place, einem sehr bekannten Lost Place, der Sophienheilstätte. Diese ehemalige Lungenheilstätte wollte ich mir schon immer mal anschauen. Umso besser, dass sie jetzt direkt auf meiner Tour liegt. Ein krasses Gebäude. Ich bin sehr gespannt, ob man hier allerdings reinkommt. Denn das sieht mir sehr zugenagelt aus. Aber richtig schön, ne? Sieht sogar aus, als wäre das relativ frisch vernagelt hier. Ja, zu gerne würde ich da mal reinschauen. Schade, ich bin gerade in meiner Massephase, hier passe ich nicht durch. Scheint mir sehr gut gesichert gegen interessierte Lost Place Liebhaber. Was ist das hier eigentlich noch? Irgendwie ein schräges Gerüst. Hier vorne ist auch noch eine Tür. War das das Gewächshaus oder was? Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch mehr Gebäude gibt. Also da drüben sehe ich auf jeden Fall noch eins. Wobei ich glaube, das hängt sogar mit dem zusammen. Und hier hinten im Wald oder so. Nee, das sieht mir nicht so aus. Das war wirklich mal ein schönes Gebäude. Ich schaue noch mal kurz auf der Karte, ob man hier mehr erkennt. Also wie viele Gebäude das eigentlich sind. Ah, okay. Das große Gebäude. Nee, viel mehr sind das nicht. Noch 2, 3 kleine da. Oha, hier unten steht tatsächlich die Kellertür sperrangelweit offen. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es da gar nicht wirklich weiter ins Gebäudesinnere geht. Aber ich schau mal. Okay, doch, da hinten ist noch eine Tür.
Ich hole mal die Taschenlampe raus. Ja, okay, das hatte ich irgendwie erwartet, dass es hier nicht wirklich weitergeht. Das ist ganz oft so, dass die Keller offen stehen, aber durch die Keller kommt man dann meist nicht ins Haus. Naja, ich schaue noch mal hier vorne um das andere Gebäude. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich jetzt drin. Denn hier war dann doch noch ein anderes großes Kellerfenster sehr weit offen. Das ist jetzt nur der Keller und hier schien mal irgendwie ein Schwimmbecken oder irgendwas gewesen zu sein. Abgefahren. Ich habe auf der anderen Seite noch Treppen gesehen, die nach oben führen. Dort werde ich jetzt mal hinschauen. Ich bin jetzt hier in der oberen Etage des Gebäudes und versuche mich so leise wie möglich zu verhalten, da ich da draußen die ganze Zeit schon Stimmen höre. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die hier einfach nur langlaufen oder hier spielen oder auch in das Gebäude wollen, kein Plan. Aber deswegen versuche ich mich sehr unauffällig zu verhalten. Ich traue mich auch gar nicht so richtig an die Fenster und auf die Terrassen hier rauszugehen. Aber es ist schon sehr beeindruckend. Hier drin ist das Gebäude natürlich komplett runter, also wirklich, das ist so verfallen. Aber von außen finde ich das schon noch sehr beeindruckend. Hier ganz oben sind auch noch Bodenkammern, wo, wie ich weiß, damals die Schwestern und so gewohnt haben. Aber diesen Gang hier möchte ich nicht wirklich langlaufen, da der nicht mehr sehr vertrauenserweckend aussieht. Von hier oben geht es zwar, aber ich habe in der unteren Etage schon gesehen, dass die Decke teilweise runterkommt. Deswegen werde ich jetzt hier nicht langlaufen, sondern wieder zurück, die Treppe runter, dann wieder durch den Keller und das Gebäude wieder verlassen. Wäre natürlich auch witzig, wenn diese Leute, die ich gehört habe, ausgerechnet vor dem Kellerfenster stehen, aus dem ich gleich wieder rauskrauche. So, da ist er wieder. Hier nebenan ist noch ein Gebäude, aber da ist ein riesiger Schornstein dran. Deswegen gehe ich mal davon aus, das war das Heizgebäude. Hier ist auch was kaputt. Ach nee, da geht es nur in den Schornstein rein. Ah, hier kann man durchschauen. Ja, okay, das ist das Heizgebäude. Ich laufe jetzt noch mal hier vorne um das Gebäude und ich habe hier gerade eine Frau getroffen, die mit ihrem Hund spazieren war und die habe ich mal angesprochen, ob sie hier mehr über das Gebäude weiß und die hat noch mal erzählt, dass sie wohl denkt, dass es nach wie vor der Stadt gehört und es gab wohl mal Ideen, dass das zu einem altersgerechten Wohn umgebaut werden soll, aber klar, hier ist nichts in der Umgebung, wo sollen die älteren Menschen hin einkaufen, also alle Erledigungen und so machen. Schwierig. Ja, das war wohl die letzte Idee, von der sie zumindest weiß. Und seitdem verfällt es halt. Und ab und an wurde wohl was am Dach gemacht, dass die Feuchtigkeit nicht so reinkommt. Und ja, unten wurde alles verriegelt und zugemacht. Aber
sie zumindest sagt, sie hat das Gefühl, dass auch danach schon lange nicht mehr geschaut wird. Also, dass es mittlerweile wirklich nur noch sich selbst überlassen ist. Hier stehen auch so Schilder dran, Betreten verboten und Vorsicht, freilaufender Hund und so. Aber da sieht man schon, die sind Jahrzehnte alt. Da ist schon lange nichts mehr passiert. Aber auch krass, wie sich die Natur hier alles zurückholt. Das ist ja abgefahren. Hier ist noch die Buswendestelle und vor allem die alte Bushaltestelle dieser Lungenheilstätte. Das hatte mir die ältere Dame auch schon erzählt. Sehr krass. Übrigens wird es wohl oft ohnehin auch für Filmarbeiten genutzt. Denn sie erzählte mir auch, dass hier schon Tatort und diverse Filme gedreht wurden und dann immer hier die Hölle los ist. Aber das ist halt auch das Einzige, wofür es noch genutzt wird. Diese Bushaltestelle, geil. Das ist Kunst. So, jetzt geht's aber wirklich wieder zurück auf meinen Wanderweg. Gleich mal die Karte studieren. Hier hinten wurde übrigens wahrscheinlich schon mal ein Gebäude abgerissen. Da liegen unfassbar viele Trümmer rum. Okay, oh perfekt, ich bin sogar richtig. Na sauber. Dann auf in den Wald. Da hier noch so viele umgelegte Bäume im Wald liegen, fällt mir jetzt erst auf, dass sich der Sturm ja komplett verzogen hat. Man könnte fast sagen, es ist windstill. Im Gegensatz zu gestern, wo ja wirklich die Hölle los war. Ich glaube, ich habe den Versuch von Knossi, Sascha und Papa Platte gefunden, ein Shelter zu bauen. Oh Mann, ich bin so gespannt, wie die sich in der dritten Staffel von Seven vs. Wild machen. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Oder was sagt ihr? Knossi, Sascha haben sich ein Shelter gebaut. Oh Mann, ist das gemein. Die Strafe kommt direkt von oben. Es fängt an zu regnen. Das ist übrigens kein Diss gegen die beiden. Ich freue mich sehr auf die dritte Staffel. Ich wäre ja auch sehr gern dabei gewesen, sonst hätte ich mich nicht beworben. Aber erzählt mal, wie ist es mit euch so? Seid ihr eher Hater von Seven vs. Wild oder freut ihr euch da auch drauf? Weil die Meinungen sind ja sehr geteilt. Vor allem freue ich mich mega auf Andreas Keeling und Joey Kelly. Ich war vor zwei Jahren noch bei einem Vortrag von Joey Kelly. War auf jeden Fall sehr interessant. So, was wird denn das jetzt hier von oben? Das muss doch nicht sein. Wobei, mir ist so warm, eine kleine Abkühlung ist gar nicht schlecht. Das geht mit einmal richtig los hier mit dem Regen. Abgefahren. Vielleicht hat Petrus bemerkt, dass ich dringend Wasser brauche. Ich habe nämlich kein Wasser mehr. Aber hier müsste gleich eine Quelle kommen, die sogenannte Birkenquelle. Und ja, ich hoffe, dass dort Wasser fließt. Ach, hier ist das Ding. Mensch, das ging ja zackig. Okay. Hier runter oder was? Uiuiui. Uiuiui. Ganz ruhig, Brauner. Hier vorne ist auch eine Bank und ein Tisch und darüber ein sehr dichter Baum. Das heißt, das müsste noch trocken sein alles. Jawohl. Und das wiederum heißt Pause. Die Regenfront scheint es wirklich ernst zu meinen, denn es hat sich jetzt richtig schön eingeschnullert hier. Aber der Weg ist trotzdem schön. Und ich laufe jetzt gleich wieder in Bad Berka ein. Da war ich ja gestern schon mal, aber nur so am Rand. Und jetzt laufe ich einmal mitten durch. Da ich heute Morgen nur drei Riegel gefuttert habe und sonst noch nichts heute, habe ich mir jetzt erstmal eine fette Pizza und eine Cola gegönnt. Aber natürlich habe ich euch was übrig gelassen. Den Pfand.
Alle Achtung, hier hat es ja mal den richtigen Oschi umgelegt. Ich hoffe, hier komme ich irgendwie noch durch. Ja, okay. Hier sollte es irgendwie gehen. Aber wirklich krass. Ich muss direkt diesen Sturm noch mal googeln, der die letzten Tage hier gewütet hat. Das ist ja wirklich unfassbar. Meine Fresse. Junge, Junge. Richtig cool. Ich stelle gerade fest, dass ich schon eine ganze Weile falsch laufe. Denn eigentlich sollte ich auf der anderen Seite der Ilm sein. Durchquere ich jetzt einfach diesen Fluss hier. Das Ufer da drüben sieht allerdings nicht so vertrauenserweckend aus. Das sieht ziemlich bewachsen und dicht aus. Bock auf eine Durchschlageübung? Ich glaube, hier wird das Wasser tiefer als ich dachte und die hochgekrempelten Hosenbeine reichen nicht. Oh verdammt, das sind nur noch 5 cm. Ah, deswegen ist ja auch so eine Strömung an der Stelle. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Junge, Junge, muss denn das sein? Gott, ich hoffe wirklich, da drüben an dem Ufer komme ich überhaupt weiter. Ich glaube, das ist hier wirklich nirgends flacher. Ich werde wohl mit nassen Hosen leben müssen. Na los geht's, komm, nicht gejammert. Oh, das war ein spitzer Stein. Au. Okay, jetzt hat's die Hosen. Oder? Naja, okay. Das hat nur semi funktioniert. Aber die Erfrischung an den Füßen tut auf jeden Fall gut. Ist das geil. So, ich würde sagen, da bleiben für den Rest des Weges die Waden kühl beim Wandern. Und warum sind das jetzt eigentlich alles Brennnesseln hier? Naja, los, komm. Das war ja geschmeidiger als ich dachte. Hier kam ja gleich der Weg. Ist das schon mein Weg? Oder ist das noch ein anderer Weg? Nö, das ist tatsächlich schon mein Weg. Perfekt. Mein Haus ist ganz schön schwer jetzt. Aber egal, das bin ich von den letzten Tagen ja gewohnt. Wenn die einmal komplett durchgeregnet war. Ach schön, das Leben ist schön, Freunde. Ich bin jetzt eigentlich nur noch mal bergauf gelaufen, weil ich mir auf meiner Karte hier noch einen Wasserfall markiert hatte. Aber um den Wasserfall zu sehen und zu erreichen, muss man noch mal hier durchs Unterholz bergab klettern, weil da kein Weg hingeht. Also dieser Wasserfall ist auf keinem Wanderweg oder so. Aber ich sehe den jetzt schon hier hinter mir. Der ist auch nur ganz klein. Also nee, klein ist der nicht, der ist wirklich hoch. Aber es fließt nicht so viel Wasser. Aber sieht schon geil aus. Aber ich muss erstmal noch heil hier ein Stück weiter runterkommen. Weil das ist wirklich richtig steil hier. Okay, Freunde. Huiuiui. Oh, durch die Nässe kommt man auch so ins Rutschen hier. Okay, hier wird es jetzt immer steiler. Ich glaube, tiefer sollte ich nicht gehen. Ist das ein toter Baum? Nee. Nicht, dass ich mich hier an einem toten Baum festhalte. Also ich finde, die Kraxelei hat sich gelohnt. Echt schön. Vor allem auch, dass er so versteckt und nicht einfach so am Wegesrand liegt. Ich bin jetzt aus dem Wald wieder raus und musste eben hier noch ca. 1 Kilometer Teerstraße laufen. Befinde mich jetzt aber wieder in Hetschburg. Und in Hetschburg ist auch der Parkplatz, auf dem mein Auto steht. Deswegen möchte ich mich hier an der Stelle von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach unten. Auch das ist gut für meinen YouTube-Algorithmus. Und natürlich freue ich mich wie immer über eure Kommentare, eure Anregungen, euer Feedback, eure Kritik. Und am meisten freue ich mich aber, wenn ihr diesen Kanal auch abonniert und die Glocke aktiviert. In diesem Sinne, falls ihr das noch nicht getan habt, dann macht das sehr gerne.
Euren Liebsten, euren Familien und euren Freunden könnt ihr natürlich auch gerne von diesem Kanal erzählen. Vielleicht gefallen denen auch meine Videos und die haben auch Bock, diesen Kanal zu abonnieren. Entschuldigung, da ist gerade ein Auto lang gefahren, das war ziemlich laut. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir helft, diesen Kanal etwas Zuwachs zu beschaffen. Ja, zu der Tour, was soll ich sagen? Die war mega geil, also wirklich ganz nach meinem Geschmack. War irgendwie alles dabei, es war spannend, es war teilweise etwas abenteuerlich. Echt, war richtig schön. Wetter war auch schön, war alles dabei. Regen, Sturm, Sonne, kalt, warm. Die Nacht war auch cool. Wirklich eine richtig schöne Tour. Hat mir gefallen. Wenn ihr an der Tour interessiert seid, ich habe es anfangs schon gesagt, dann findet ihr alle Daten dazu auf meinem Komoot-Account und den Link zum Komoot-Account findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Und dort findet ihr übrigens auch den Link zu meinem Instagram-Profil, falls ihr auch da mal vorbeischauen wollt. Dort erfahrt ihr immer alles, was so geht, was ich gerade so treibe, von neuen Videos, falls ihr hier mal was verpasst oder so. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Mit den ganzen Sachen, über die ich mich so freuen würde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Peace and out.